spielen wir lieber ein bisschen Mario Galaxy. Ich kann das leider viel zu gut, dass ich mich einfach kolossal verquatsche vorm Stream, aber das kennt ihr ja schon von mir. Ich kann mich nicht kurz fassen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich bewusst kurz fasse, dass ich dann die Hälfte an Informationen einfach vergesse. So, gib mir mein Leben wieder. Kann ich schaden. Dann lass mich mal gucken. Wir haben mit der Terrasse angefangen. Dann waren wir im Badezimmer. Ich glaube dann in der Küche. Und beim letzten Mal haben wir das Schlafzimmer soweit abgeschlossen. Da war die Windgartengalaxie. Die ist abseits von der Musik nicht unbedingt so mein Freund geworden, aber okay. Dann war hier, glaube ich, diese Eisvulkangalaxie, hieß sie, glaube ich. Die war richtig cool. Die hat mir richtig gut gefallen. Die war knifflig, definitiv. Also die war schon ein bisschen schwieriger vom Niveau her, aber die war echt ziemlich stylisch. Gut, hier war der Boss, das war Bowser Reloaded. Was waren die einzelnen Level? Nee, gar nicht, wir hatten auch die Sandgalaxie, ne? Mhm. Genau, die war eigentlich auch ganz cool. Und was habe ich jetzt vergessen als einzelne Galaxie? Ich weiß es nicht. Ich gerade auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir da schon recht lang dran gesessen. Kann ja mal einmal ganz kurz nochmal reinschauen. Ich meine, wir hatten ja... Alles gut? Ja. Wir hatten ja gesagt, die ganzen Schabernack-Kometen und so machen wir natürlich nicht. Ah, die Honiggalaxie war eigentlich auch ganz... Die mochte ich auch. Die war spannend, aber das hier, das hat mir noch mit am besten gefallen. Selbst die hier fand ich eigentlich cool, obwohl ich nicht so für Wüstenwelten bin. Nee, so Schabernack-Kometen haben wir gesagt, machen wir nicht. Und diese Challenge-Dinger auch nicht. Da hatten wir nur mal kurz reingeguckt, was es überhaupt ist. Welcher Farbe muss ich jetzt folgen? Grün? Eventuell? Irgendwie nach oben. Ja, weil ich glaube, grün geht nämlich hier hoch. Wieder gucken, wie dieses Spiel funktioniert. Ja, genau, könnte passen. Und das heißt, jetzt ausnahmsweise mal können wir direkt frisch mit einer Galaxie starten. Weil es war ja die letzten Male oft so, dass die Galaxien ein bisschen kürzer waren und wir dadurch dann immer noch in die nächste reingeguckt haben. Nur die letzte, also das Schlafzimmer, war dann doch wieder sehr viel umfangreicher. Also da hat ein Stream gar nicht gereicht. Deswegen bin ich mal echt gespannt. Ich denke mal, die wird auch wieder ein bisschen länger dauern. Also ich finde schon, dass du gemerkt hast, dass nach Terrasse, Bad und Küche das Niveau schon ziemlich angezogen hat. Also ich fand jetzt gerade das Schlafzimmer schon nochmal ein bisschen anspruchsvoller, auch so von der Länge her. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die so wird. So. Was ist die erste? Ich glaube, Herbstwald war die erste, die wir freigeschaltet haben. Die im innersten Ring ist, ja. Stimmt. Da habe ich nie so drauf geachtet, dass... Also mir war schon klar, dass der Boss immer recht weit außen ist, aber ich habe nie so drauf geachtet, dass man das anhand der Ringe eigentlich festmachen kann. Jetzt, wo du es sagst. Okay, dann gehen wir in den Herbstwald. Ich mag Herbstwälder. Ich finde, die sehen immer sehr schön aus. Deswegen hoffe ich mal, dass das auch eine visuell sehr ansprechende Welt wird. So, was die Mondhasen suchen. Okay. Cori, danke schön für 3 Monate Treue. Das sieht noch nicht ganz so Herbst. Ah, da habe ich den Herbst gefunden. Das sieht so ein bisschen aus wie einer der ersten Galaxien. Da, wo ich die Bienenkönigin hatte. Mhm. Nur halt in Herbst. Auch so mit dem gespiegelt. Ist es wirklich die gleiche Welt? Das ist 100% die gleiche Welt. Sieht ganz genauso aus, der ganze Aufbau. Nur stimmt, gespiegelt. Die sind auch Bienen. Ich habe mich gerade tatsächlich einfach nur gedacht, ja, es erinnert mich halt schon an diese, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, eine der ersten Galaxien, wo eben die Bienenkönigin am Ende war, wo wir auch diese Schatten-Mario-Rennen kurz probiert hatten. So mit dem Wasserfall, da mit der Schaukel, ne? Gut, dass es jetzt tatsächlich die gleiche ist, ist dann nochmal... Etwas extremer, als ich gedacht hätte. Kann ich da? Oh. Okay, da komme ich schon mal hoch. Das ist gut. Ich meine, Herbst ist nicht unbedingt so meine liebste Jahreszeit an sich, weil es meistens leider dann trotzdem auch recht nass und ungemütlich gerne mal ist. Aber so richtig schöne Herbsttage, wenn die Sonne noch so ein bisschen scheint, wenn das Herbstlaub überall zu sehen ist, finde ich schon schön. Wir Hasen suchen nach blauen Sternenchips, aber wir finden keine. Hießen die Teile aus der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel nicht auch Sternenchips? Ich glaube. Die man sammeln musste? Ja. Okay.
Solange meine Seele nicht ins Reich der Schatten verbannt wird, wenn ich sie alle gefunden habe, bin ich zufrieden. Wobei, das Reich der Schatten wurde auch erst mit Marik eingeführt, oder nicht? Was ist denn mit mir passiert? Nee, ich glaube, wenn ich in dem ersten Yu-Gi-Oh! Verloren habe, dann bin ich einfach nur nicht zu Pegasus eingeladen worden. Ja, beziehungsweise wenn du bei Pegasus verloren hast, dann wurde deine Seele halt in eine Karte eingesperrt. Ja. Aber ansonsten, solange es hier nur um das Königreich der Duellanden geht, gibt es keinen Reich der Schatten. Glück gehabt. So. Warum hängt da irgendwo im Nirgendwo eine Münze? Hast du noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Die Häschen suchen irgendwas. Ich weiß halt natürlich nicht genau, wo ich jetzt hin muss. Ich latsch einfach mal alles so ein bisschen ab. Und guck mal, ob ich irgendwas finde. Dann kann ich mich auch gleich in Ruhe einspielen. Flupp. Die Frage ist, ob ich da überhaupt jetzt hochkomme. Kann ich mich auf die Pilze stellen? Eher nicht so. War das so gedacht? Nicht sicher. Ach, mit Sicherheit. Du kannst das Ding schon riechen. Okay. Tada! Geht's da eigentlich auch noch nach oben? Nee. Okay. Ich finde, Mario ist irgendwie auch so sehr gut da drin, sich irgendwie noch zu retten. Mit diesem Drehsprung und mit irgendwelchen Walljumps, wo eigentlich keine Wand ist. Ich weiß auch nicht. Also er hat Seife unter den Füßen, aber er kann sich schon teilweise echt gut noch retten. So, ich konnte da ganz hinten am Anfang natürlich noch hoch. Was mit dir? Kommt heraus, Sternenchips! Ich nehme noch lieber andere Chips. Was sind deine liebsten Chips? Wahrscheinlich die lustig frischen Oriental-Chips. Die lustig frischen? Ja, die lustig frischen. Sehr schön. Ich bin gar nicht so der Chipsesser tatsächlich. Also ich, was ich halt Tonnen... Huch, kann ich mich wieder... Nicht so ganz. Was ich halt tonnenweise essen kann, sind Salzbrezel. Chips ist gar nicht so unbedingt hundertprozentig meins. Okay. Mehr ist hier oben auch nicht. Mal, die Schaukel ist einfach nur dafür da, um mich lustig rüber zu schwingen. Dann da unten mal gucken. Und da kommen die Kugeln raus. Was ist da hinten eigentlich noch? Sieht auch interessant aus. Also der Currywurst, Paprika, Pombeer, Sour Cream, oh. Ungarisch, Paprika, Sour Cream oder gar keine Chips. Ist das einfach nur dafür da? Ja. Okay. Nur was zu sagen? Ich könnte schwören, ich habe die blauen Sternenchips hier irgendwo gesehen. Oder Western Style. Ich meine, ich probiere bei Jan immer ganz gerne mal die Chips, aber wie gesagt, so selber essen. So, da war ich. Hier war ich. Dann gehe ich nochmal an den Anfang zurück und gucke, ob ich mich da hochschießen kann. Möglichst ohne in den Stein reinzulaufen. Wenn die Kamera sich übrigens manchmal echt seltsam abrupt dreht, ich bin's nicht. Nur so als Info. Wieso sind da eigentlich noch Münzen? Falls du Geld brauchst. Ja, aber es ist dann schon so... Ah, ich wollte gerade sagen, ich dachte, da ist nichts drunter und dachte mir so, ich hänge an meinem Leben. Manchmal drehe ich sie auch ein bisschen zu weit. Ich glaube, das Geheimnis für... Okay, für Mario Galaxy ist einfach, dreh die Kamera einfach nie eigenständig. Du machst es damit nur schlimmer. Was möchtest du von mir? Stress. Ich glaube auch. So. Und du? Die Hasen von diesem Planeten kommen oft zu Besuch hierher. Der hat auch keine Lust mehr auf seinen Job. Ich sag, das ist überhaupt sein Job, da rumzuliegen. Nein! Geh weg! Weiß nicht. Aber die Galaxie an sich sieht echt schön aus. Bin wieder eine Biene! Okay, da sind wir hier einmal drumherum. Da ist ein Leben, an das ich jetzt so als...
Biene nicht mehr so gut drankomme. Was willst du mir damit sagen? Flupp. Irgendwann stampfe ich den Baumstumpf in den Boden. Ach, das... Ah, okay. I see. Dann müssen wir ja wohl da hoch. Ich bin so froh, dass die Bienenverwandlung keinen Zeitdruck hat. Hm. Sieht so ein bisschen aus wie ein Sonnenhut. Also die Pflanze. Der da? Ja. Ah. Sind hier drüben welche? Kann ich eigentlich noch eine Drehattacke machen? Ja. Alternativ, wie heißt der nochmal? Echinacea. Ja, das ist auch. Das ist auch Sonnenhut. Weil du, ich habe das Gefühl, du kannst mit diesem Namen mehr anfangen. Ja. Als wenn ich nur Sonnenhut sage oder Malve oder so. Echinacea ist gut fürs Immunsystem. Echnatoll? Ja. Da ist da. Da ist ein Sprungding. Da ist ein Wiggler. Darf ich das? Es tut mir leid, aber... Zerstört. Ja. Ich nenne sie einfach Lila Blume. Das ist auch okay. Da hinten war das Sprungding. Escherichia coli ist dann wieder was anderes. Was ist das? Ein Darmbakterium. Wie kamst du da jetzt drauf? Wegen Echinacea. Okay. Wo will ich überhaupt hin? Oh. I see. Aber wo ist jetzt das Letzte? Wo war ich noch nicht? Hi. Hi, na? Da oben potenziell, oder? Vielleicht. Aber wie komme ich da hin? Also ich sehe von hier aus den Weg. Lassen Sie mich mal gucken. Da. Wartet, ich hab sie so mit der Ego-Perspektive. Da will ich hoch. Die Frage ist, wenn ich mich hier hochschieße, ob ich dann hoch genug fliegen kann. Weil ich glaube, hier den Baum komme ich nicht hoch. Mhm. Und von hier ist auch schwierig. Denke ich mal. Weil es auch ganz schön weit. Also am ehesten noch von hier, oder? Ich würde schon fast sagen, von da, wo du gerade bist. Meinst du, es ist nicht ganz schön weit? Du musst ja nicht da hinten hinfliegen. Hier hin? Oder was? Das hier? Kann man da stehen? Kannst du mal gucken. Achso, du meinst einfach auf diesem kleinen Vorsprung da? Oder? Über dir direkt. Warte. Da? Maybe. Kannst aber gucken, ob du hoch kannst. Prinzipiell ja. Es ist manchmal so ein bisschen schwer zu sehen, wo man eigentlich überall landen kann. Ich glaube, dafür ist prinzipiell die Ego-Perspektive gut, wenn sie dich nicht mal wieder betrügt. Flupp. Hier, denke ich, komme ich nicht hoch. Aha! Sie sehen einen wunderschönen Stein. Hm. Die Sache ist, durch den Wasserfall kann ich halt nicht durch. Einfach hinter dem Wasserfall. Passe ich da noch durch? Ah, ganz knapp. Okay. Haha. Das ist aber eigentlich ganz cool, wie offen die Galaxie ist, dass du einfach eigenständig so ein bisschen suchen kannst. Das einzig Gemeine ist halt, dass du ja nicht das Wasser berühren darfst als Biene. Mhm. Wobei ich das hier jetzt, glaube ich, auch... Also ich glaube, hier ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ich glaube, du hättest da jetzt auch ruhig dich treffen lassen können. Wäre auch nicht so dramatisch gewesen. Wo sind denn die Dinger jetzt? Flupp. Ich gehe immer ungewollt in die Ego-Perspektive, weil ich das Ding einfach versuche zu drehen. Ach, da hinten. Das tue ich nicht mit Absicht. Nicht? Was? Das ist zu...
Die Kamera in Mario Galaxy ist richtig gut. Sagt wer? Ja. Aber Kai, wie wäre das denn sonst gegangen eigentlich? Wenn ich so... Also ich meine, ich hatte ja auch noch eine andere Idee, aber ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen kurz gewesen wäre, die Strecke. Heiner, glaubst du, du kannst mich fangen? Schade, ich hätte das Ding gerne irgendwie... Ah, na gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich wollte ihm das Ding ins Gesicht boxen, aber ich durfte nicht. Was habe ich da gerade verschoben? Denk an, mit Springen bin ich wahrscheinlich auch nicht schneller. Wenn ich gerade einen Hechtsprung mache, aber ich glaube selbst damit auch nicht. Warum ist dieses Häschen so unglaublich schnell? Also ich glaube, wenn du nicht gerade Glück hast, dass es irgendwie abbiegt und du genau reinläufst, ist das schon ein bisschen schwierig. Häschen! Vielleicht doch Hechtsprung. Wie geht der? Beim Laufen in die Hocke und springen. Also so schnell am besten. Nicht, dass du stehen bleibst. So? Ja. Es ist teilweise dann gar nicht so einfach zu treffen. Vor allem, wieso hast du mir jetzt erst gesagt, dass man überhaupt einen Hechtsprung machen kann? Abseits davon, dass ich mit dem Finger immer abrutsche, wenn ich den versuche zu machen. Weiß nicht, du hast ihn nie gebraucht bisher. Ich will das Häschen damit schlagen, aber ich darf nicht. Du kannst ja dahin locken so ein bisschen und dann versuchen, immer wieder damit zu schlagen. Ich glaube, ich treffe nur nie. Was passiert eigentlich, wenn ich stehen bleibe? Dann bleibt er auch stehen. Aber mit dem Hechtsprung zu treffen ist doch auch irgendwie echt schwierig, wenn ich bedenke, dass er dann immer erst 100 Jahre braucht, um wirklich runterzukommen. Ja, auf dem Planeten ist der sehr blöd, weil du halt quasi immer so ein bisschen hochfliegst. Ja, ich finde, du verlierst halt unglaublich viel Momentum dadurch. Kannst du mal auf den Schalter drücken, gucken, was passiert. Das stimmt auch wieder. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so viel gebracht hat. Kannst du damit immerhin so ein bisschen blockieren. Also ich glaube, Hechtsprung ist eher nicht so meins. Hasi, bleib jetzt endlich stehen! Ich glaube, diese Fragezeichen-Dinger blockieren den Hasen auch so ein bisschen. Hasi! Du hättest mir diesen Hechtsprung nie zeigen dürfen. Der ist total unpraktisch hier. Dann benutzt ihn nicht. Aber ich erwische ihn einfach nicht. Der Hase ist zu schnell. Also bislang waren die immer einfach zu... Einfach in die Falle. Er hat gechoked. Bislang waren die immer echt einfach zu fangen. Aber den fand ich jetzt ein bisschen anstrengend. Aber gut, Gott sei Dank kann man die Dinger hochschieben. Dann ist es nicht so schlimm. Also ich glaube, ohne die Dinger den zu fangen, ist schon so eine Lebensaufgabe. Wahrscheinlich nicht möglich, weil er immer sich ja so gummibandmäßig immer von dir weg bewegt. Oh, die war ganz angenehm, die Galaxie. Aber auch die erste der Welt. Ich könnte mir vorstellen, je später du die freischaltest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler, die halt wirklich nur die benötigten Sterne haben wollen, die halt skippen. Deswegen glaube ich, dass die ersten der jeweiligen Welt vermutlich immer am leichtesten sind, damit du die halt wirklich auch schnell abarbeiten kannst und die schwerere nicht zwingend machen muss. Also ich glaube nicht, dass jede Galaxie wirklich immer schwerer wird. Ich glaube, du hast wahrscheinlich überall leichtere und schwerere. Okay, dann gehen wir nochmal rein und danach können wir nochmal gucken, ob Luigi vielleicht nochmal irgendwas hat oder ob der komplett fertig ist mittlerweile. Wenn du die Herbstwarte Galaxie fertig hast? Ja. Jo. Geworfen werden. Okay. Kurz und knapp. Wo lande ich denn diesmal? Bei den lustigen Wurf-Kollegen.
Die Sache ist, wenn der mir schon so angezeigt wird, dann latsche ich auch einfach mal da hoch. Da jetzt plötzlich mehr von diesen Bällen? Irgendwie schon, ne? So. Hallo? Flupp. Oh, okay. Ist die Blume da unten weg? Ah, Tatsache. Ich wollte gerade sagen, ne? Ansonsten wäre das irgendwie sinnlos gewesen. Dann ihr. Hallo? Flupp. Okay. Ist der Stein auch weg? Ah ja, stimmt. Und wieder hier hin. Und jetzt ist hier noch ein neuer Stern. Dann nehme ich den. Eigentlich ziemlich gut abgekürzt, mal eben. Genau einmal ins Wasser. Nicht, dass ich das wollte, aber ist okay. Okay. Und was haben wir jetzt hier sonst noch auf dem Planeten? Außer die beiden toten Wigglers und den Typi? Ich glaube nichts. Aber die Frage ist, wo ich hin muss. Hier? Da ist sogar eine Zeichnung mit den Dingern auf dem Boden gewesen. Okay. Auf den Arsch. Ja. Es war für einen guten Zweck. Ob ich den jetzt quasi hier rauslotsen muss? Das Trap. Ich glaube auch. Antibert, komm mal mit. Nein. Und wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wo er hin muss, aber ich dachte, ich nehme ihn mal mit. Ich guck vielleicht erstmal, wo ich überhaupt hin möchte. Nein! Der Goomba Betrayal. So. Direkt bei Goomba. Wer wurde noch nicht von einem Goomba gereckt? Ist das nicht so ein Lebensachievement? Eh. Ah, hierhin. Meine Güte. Kamerad auch Spaß. Das ist schon fast zu viel Perspektive. Moment, da ist mein Kollege, oder? Antibert? Oh, Antibert ist schnell. Nein, Antibert! Ja, das ist schon mal gut gewesen. Ja. Die Kamera dreht sich halt leider manchmal etwas langsam mit. Und dann ist es etwas schwer zu sehen, ne? Ob ich da jetzt weiterlaufen kann oder ob ich mal abbremsen muss. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das jetzt für mich auch ein bisschen sehr Yikes war, so vom Perspektivengrad, weil ich habe sowas Perspektive und, oh, wie heißt denn das? Bewegungs... Motion Sickness? Glaube ich. Also Gravity Rush wäre mein absoluter Untergang. Motion Sickness und Perspektiven-Stuff und so, ich... Jetzt ohne Mist, ich glaube, ich würde in den Eimer kotzen, wenn ich das spielen würde. Obwohl die Spiele mit Sicherheit gut sind. Also das ist dann schon so mein Erzfeind. Wo? Ich glaube, da komme ich aber auch... Was? Ich glaube, hier muss ich hin. Danke. Irgendwie habe ich dich nicht hochgeworfen bekommen. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier.
Da ist mein Stern. Da ist die Kugel des Todes. Achso, das war nur dafür da. Aha. Ein Jenga-Turm. Ja, stimmt. Ah. Aha. Da ist eine Biene. Huch. Gehen Sie bitte weg. Ich bin richtig aggro auf dich einfach. Schon. So, dass hier schon mal so ein bisschen frei ist. Na, kommen Sie her. Ich wusste aber bis gerade gar nicht, wie das überhaupt heißt. Wie hättest du es denn genannt? Ich habe keine Ahnung, wie ich es genannt hätte. So. Lazy Cat, danke, dass du Kiki einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir. So. Hier ist das Wasser. Und da war die Biene. Bong. Da muss ich irgendwie hin. Und mit der Biene kann ich dann vermutlich irgendwie hoch. Kann ich die irgendwie killen? Ah ja. Weil die sind auch ein bisschen nervig. Hier war doch noch einer. So. Wie kriege ich jetzt das Ding? Ah, hier. Nein! Du wolltest diesen Pilz, ich kriege nicht diesen Pilz. Ich wollte noch ein bisschen näher an den Turm. So, sind wir schon mal hier. Und jetzt wahrscheinlich da hoch. Fairerweise. Ich wollte cool sein. Leider warst du damit total uncool. Und hast verkackt. Schon. Naja. War das besser? Du hast ihn damit nicht besiegt. Geht ja auch nicht. Geh nicht instant tot, wenn du direkt eine Stampfattacke auf die machst? Das weiß ich nicht. So, und jetzt müssen wir vermutlich hier lang. Gehen die kaputt? Die drehen sich nur, ne? Das richtig sehe. Nein! Ja, die gehen kaputt. Yikes! Okay. Das habe ich jetzt übrigens auch festgestellt. Nein, gib mir meinen Pilz. Und dann komm mit und hier hoch. Ja, immerhin ein Gegner ist dead. Das stimmt. Und hier wäre auch immer noch ein bisschen Heilung. Okay. Das hat keiner gesehen. Ist ja nicht runtergefallen. So. Aber wenn ich nur noch mal raufstehe, nicht. Nur wenn ich meine Bienenform verliere, weil ich dann plötzlich irgendwie zu fett bin. Ja. Oder weil die Blumen dann nicht mehr so geil auf dich sind. Ja. Flupp. Bin schon mal ganz froh, dass die nicht an Höhe verlieren. Die Highspeed-Blume. Meine Güte. Das war gar nicht so leicht, den zu erwischen. Aber gut, das war eigentlich auch wieder ganz angenehm. Abseits davon, dass du vielleicht hier und dort mal ein bisschen warten musstest oder auch mal runtergefallen bist. Aber das ging ja eigentlich.